Die Stingi-Stungi-Monks, genau. So, die sind, haben wir abgehängt. Eindringlinge registriert. Sperre Zugang zur Infostockade. Nett. Verdammt! Jack will nicht, dass wir ihm zu nahe kommen. Rick, hast du einen Plan, wie wir zur Infostockade kommen? Alles hochjagen! Das ist mein Plan! Auf nach Sawtooth Cauldron! Okay, finde okay. Sawtooth Cauldron. Da müssen wir sowieso hin, da gibt es ja auch noch eine Quest zu erledigen. Oder die Fähnchen hinhängen müssen oder was. Aber nicht da. Meine Jungs können den Zugang zu Stockade freisprengen. Aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft. Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen. Und da hat sich. Lol. Gut, der ist jetzt auch weg, denke ich mal. Wow. Ist was? Nichts. Das hopst hier nur ein bisschen komisch. So. Also der Pfosten sagt auch immer, dass er dich mitnehmen soll, ne? Mhm. Ei, da steht er mir auch im Weg rum. Ja. Könnte ja auch zur Seite gehen, ne? Oder ja. Die Brücke soll breiter sein. Warum nicht beides? Weiß nicht. So. Hier gibt's auch wieder Mikroquests. Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Ja, mehr oder weniger. Gut, ich. Meine Slabs kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle, Kammerjäger. Und du wirst dabei lächeln. Ich mag ihn irgendwie. Oh. So, hier das weg. Resource Police. Oh, die lasse ich mal da. So, was ist mit dem Artefakt? Shotgun schon. Was ich eh nicht. Sirene haben wir nichts. Psycho haben wir nichts. Ganzwerke, das bringt nichts. Und hier, Ganzwerke Skin-Anpassung. Radioaktiv. So, neue Skin. Mhm. Warte mal, ich muss das mal nachladen. Ja, nur zu. Hey, die ist saugeil. Die Pistole ist richtig übel. Was verschießen die da für Art von Munition? Das ist crazy. Mhm. Das ist ja richtig geil. Oh, wo bist du denn? Super. Sehr schön. So, der ist auch platt. So, da hinten ist auch noch einer. Was, die lädt nicht nach? Wieso hat er jetzt nicht nachgeladen? Ei. Super. Luftunterstützung ist was für Weicheier. Aber die Munition fliegt viel zu langsam.
So. Jetzt reicht's aber. Ei. Ich krieg sie gar nicht, die Teufel. Ich krieg sie nicht. Was soll denn das? Hier bei mir ist eine Mullbinde, wenn du brauchst. Ja. Jawohl, eine Runde. Nein, zwei. Cool. So, gut. Wo war jetzt das Verbandsmaterial? Hier. Ach, da. Danke sehr. Jo. Nein, der Grund, weshalb ich sagte, schmeiß deine andere Waffe nicht weg. Diese Pistole, bei der dran steht, von dem würde ich dich anlügen. Ja, sie lügt dich an, wie gedruckt. Ja, aber sie sagt nichts. Nein. Die Werte, die dran stehen, von wegen plus 3000% Schaden und so. Ja. Das ist für einen Arsch. Hast du nicht. Okay. Schade. Das ist ja gerade der Witz daran. Der Bot ist wie Pinocchio. Was passiert mit Pinocchio, wenn er lügt? Seine Nase wächst. Richtig. Das ist eben der Punkt mit dieser Anspielung. Willkommen, willkommen, treue Hörer bei Kai Schroner, Folge 98. Pandora ist leicht. Kein Mensch hat hier je von mir gehört. Hallo? 5 Milliarden Eco-Coast-Abonnenten? Vielleicht kommt ihr ja mal aus eurer Steinzeit raus, ihr Penner. Du bist es. Endlich ein Fan. Ja, Kai, Kai's Corner. Autogramme kosten einen Dollar. Nein, du bist es. Der Auserwählte. Der Auserwählte? Schnell in meinen Laden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass Markus den als Zielscheibe missbraucht hat oder so. Komm doch mal, wie du Zielscheibe definierst. Boah, einfach vorne auf den Ding spannen und dann abdrücken. Bestimmt ein Spaß. Da kann man da runterhüpfen? Ja, man könnte. Ja. Nur der Punkt ist, wo müssen wir hin? Das ist die Preisfrage, meine Damen und Herren. Wo geht's heute lang? So wie es aussieht, da irgendwo. Ja, und das lauf einfach hier runter. Ist dein Spaß haben. So, einmal Save Point. Sehr gut. Ei. Das hat ihn gar nicht gekratzt. Gut, er ist weg. Ei. Super. Kopfschüsse, heute im Dutzend billiger. Ja, das gibt's heute im Dutzend wirklich billiger. So, die sind weg. Ach du Scheiße. Das ist Nomadenfolderer. Oh, der ist schon platt. Du warst zu schneller wie ich. Ei. Ey, wie schön die verbrutzeln. Das ist die reinste Pracht hier. Das ist echt die reinste Pracht hier. Wenn du den Folterer suchst, der nicht unten. Okay, so geht's natürlich auch. Grenade Jump. Das fand ich gerade richtig lustig. So, jetzt die nächsten. Gott, was sind das wieder für Scheißhaufen hier?
Au. Du kommst klar? Ich hoff's. Ist damit klar, komme. Ja, es sollte gehen. Das wird. Ja, super. Ich schieß lieber nicht drauf, sonst ist er gleich weg. Aua. Jetzt reicht es. Pack ich die Big Knubbel aus. Blam. So, hier. Hast sehr schön. Einen. Mal schön ins Fressbrett. So, einer raus. So muss man das machen. Na komm, lauf mir nochmal ins Schussfeld. Ja, wo ist er denn? Da war er. Jetzt stehen mir die Haare wieder so schön zu Berge. Oh, da kommen noch welche. So, jetzt regeneriere ich mich schon wieder. Mhm. Excellent. So, aber komm doch mal bitte her. Ja, ich komme. Weil wir haben ja hier noch eine andere Mission. Oh je. Und jetzt? Ach du Scheiße. Die habe ich gehasst. Geht das nicht auch mal schneller hier? Eieiei. Das ist echt Slow-Mo Capture the Flag. Yep. So, läuft weiter. Schießt der drauf, da der Hund. So, jetzt hoffentlich gehen sie kaputt. Eieiei. Na gut, er hat auch schon die Hälfte. Jetzt läuft das sogar etwas schneller. So, der ist auch platt. Yep. Resette den Generator. Eieiei, ich soll immer resetten gehen. Bleibt beim Generator, ich laufe hier ein bisschen durch die Gegend und erledige, was ich kriegen kann. Jo. Oh gut, der ist auch platt. Oh Mann. Wie ist denn der Teufel? So, hier, weg ist er. So, hier, weg mit der Grütze. Ich mach doch schon Feuerwerk, was hast du denn? Fantastisch! Und jetzt spreng den Generator in die Luft, damit sie unsere Flagge nicht herablassen können. So, weg ist er. Sehr schön. Gut, das ist gemacht. So, der ist auch weg. Mhm. Schade, dass das ein Badass gewesen ist. Ansonsten wäre der gleich ganz weg gewesen. Ich hatte noch einen Schuss im Magazin, der hat ihn erwischt. Oh, Mann. Nur weil es ein Badass ist, war er das überstanden. Okay. Ansonsten hätte der sich in Wohlgefallen aufgelöst.
suchten nach Zeug für Bumm. Das war hier drüben. Du musst ein paar Y94 Odomo-Sprengsätze klauen, wenn du in die Stockade rein und den Krieger finden willst. Der Lust bringt dich da hin. Eieieiei. Ui. So, weg ist er. Diese Goliatze. Na da. Da ist irgendwo so ein Psycho. Wo denn? Wenn ich gerade stöhnen hören, wie so ein geiler Bock da irgendwo. Weiß nicht, wo das herkam. Bringst mich nicht um, ganz bestimmt nicht. Hast du ihn? Ja, ich hoff's. Super, der ist umgefallen. Die Säure zerfrisst ihn und der ist auch weg. Genial. Sehr schön. Hier für ein Ding gewesen. Das ist ein Aufzug, den sehen wir bei einem späteren Besuch. Ach so. So, der kommt jetzt nicht runter, ne? So, weg ist er. Alles klar. Aua. Sind denn die Teufel? Ja, nicht gut. Retz mich. Schieß weiter. Danke. Haben wir hier? Ei. Hab ihn. Alles klar. Das ist gut. Hier. So, der ist weg. Oh Mann, ey. Was für Stinge. So, wieder einer raus. So, der ist platt. Sorry. Danke. Danke vielmals. Dass du mich jetzt nochmal geretzt hast, ey. Das habe ich jetzt echt gebraucht. Die sind ganz schön zäh, ey, die Teufel da. Ja, ich hätte den einen gerade versehentlich weggeschossen. Der Aufzug bewegt sich nicht. Du musst Mortar zur Weißglut bringen, damit er mit dem Aufzug runterkommt. Der Boombringer! Mortars heißgeliebter Kopter! Finde ihn! So, wunderbar. Es rödelt. So wie es sein muss. Ja, und hinterher gleich nochmal eine Kugel zum Mitnehmen. Ehrlich? Ui. Ja, der Typ, der dich da in der Treppe gerade festgenagelt hatte. Eieiei. Ei, ei. Hier, da sind noch Mullbinden gewesen, oder? Ja, da ist eine. Ich danke dir. Gern geschehen. So. So, holen wir den Kopter. Wie kommen wir da hin? Müssen hier nur erstmal wieder raus. Okay, jetzt habe ich mich total verfranst. Okay, hier ist Lava. Nicht so gut ist.
Das ist auch nicht gut, was hier wieder rumfleucht. Ja, sag mal. Geht's denn hier raus, da hinten? Hier bei mir. So, da lang. Jupp, und ich habe jetzt auch ein Schussfeld. Wenn irgendwas hinter dir ankommen sollte, hat's Party. Kommt nichts, kommt nichts. So, hier. Ein Ei, jawohl, wieder mein Ei. Ein Gefühl wie Weihnachten. Oder was, Ostern? Ich weiß nicht mehr. Ostern vermute ich eher. Ja. So, bis ein Kopter. Dass Rolands Training und seine Erfahrungen nutzlos waren, als er mich traf. Und von hier bin ich den weißen Anführer der Crimson Raiders töten konnte, ohne einen Schweißtropfen zu vergießen. Wie schwer wird es für mich sein, einen psychotischen Banditenkönig und einen betrunkenen Scheiß-Scharfschützen zu töten? Ich kann spüren, wie das Ding um meinen Hals mich aussaugt. Versprich mir, dass du dich an Jack rächen wirst. Solange du noch eine Kugel in deiner Waffe hast, versprich es mir. Ja, ich kümmere mich drum. Du hast mein Wort. Ich bin ein Echo-Cast-Host, kein Held. Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass... Die Prophezeiung berichtet von einem Mann, der nach Sanctuary kommen und unablässig in einen Echo-Recorder sprechen wird. Ein einfacher Mann von unbekannter Abkunft. Vielleicht habe ich 5 Milliarden Abonnenten. Ein sehr berühmter Mann, geliebt in der ganzen Galaxie. Er wird mit dem Evil Smasher ins Feld ziehen, von mir eigenhändig geschmiedet und unsere Galaxie für immer retten. Also, ich weiß nicht. Es ist deine Bestimmung. Du musst mir den Evil Smasher abkaufen und unseren Planeten retten. Dir winkt Ruhm, Reichtum, Moxis, ja, vor dem Traualtar. Was kostet der fiese Verwüster? $2 Millionen. Das ist gut. Und mit Moxie hat er gehabt. Oh Gott, das sind wieder das Freshes. Ja. Okay, hier müssen wir auch noch rein. Wo ist der jetzt hingehüpft? Jetzt? Da oben ist er. Ja, geht noch. Ich denke, dass ich 31 bin, die sind 26. Und machen an mir trotzdem so gut Damage. Ne? Das ist einfach eine Sauerei. Ja. Das ist echt eine Sauerei. Wir brauchen mehr Dakka. Ja, Dakka ist immer gut. Genau das meinte ich. Au. Halt still. Ich weiß, ich habe keine Muni mehr gehabt. The fuck. Ich werde immer wieder weggesprengt. Danke. Das war ich nicht. Das weiß ich, das war ich selbst. Trotzdem danke. Ah, jetzt. Rampage. Meine Herren hier. Echt immer feierlich da. Hier mal ein Ei. Hier
noch was Kleineres. So, ich lebe wieder. Oh, der ist weg. Oh Mann, das kommen immer mehr. Immer mehr Ritzen. So, weg ist er. So, super. Eieieiei. Bitteschön. Super. Das hätten wir geritzt. So, ich brauche nur ganz dringend ein paar Medikits. Ich bin dann doch so ein bisschen angeschossen gerade. Das ist Beutezwerg. So. Kein Problem. Danke. Munition habe ich genug. Nur HP sieht so ein bisschen meh aus. Ja, hier ist noch ein Ei, falls du brauchst. Brauche ich fast immer. Na, ich habe momentan 5 von 14. Eieiei. Ich habe jetzt gerade mal 8, die ich tragen kann. Also 8 von 8 habe ich sogar dabei. Ja gut, ich kriege ja durch meine Artefakte ein paar dazu, ne? Ich weiß. Da warst du ja ganz versessen drauf. Oh ja, und wie wir oft genug gemerkt haben, es hat sich gelohnt. Oh. So nach dem Motto, hallo Badass, pup, 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 tschüss Badass, bumm. Ja. So, 7 von 14 immerhin. Ist hier oben noch irgendwas? Zwei Granaten, jawohl. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Dringend nötig. Ja, wenn ich schon nicht wie du mit zwei Raketenwerfern durch die Gegend rennen kann. Zwei Raketenwerfer? Wegen einer in jeder Hand. Ja klar, du kannst auch mit Raketenwerfern ganz sagen. Mit zweien? Ja, das geht. Achso, stimmt ja, natürlich. Ich möchte eins klarstellen. Es geht nicht mehr um Pandora. Es geht um dich und mich. Ich werde nie ersetzen können, was du mir genommen hast. Aber deine Kammerjägerfreunde ermorden, diese fliegende Stadt zerstören, Himmel, das wäre ein Anfang. Ja, das hätte er gern, aber es würde er nicht bekommen. Gut, machen wir mal weiter hier. So, der ist weg. Ist noch eine Feuerpflaume. Gut. Ja, und der nachrückende Scharfschütze hat gleich noch einen erwischt. Ach du Scheiße, ist ein. Gut, der ist auch weg. Was willst denn du? So, weg ist er. Eieiei. Oh, der ist platt. Der ist auch platt. Oh Mann, jetzt muss ich aber erstmal seine Flotte hier ausschalten. Los, lad nach. Wir haben keine Zeit. Schnell. Eieiei. Moro, wo bist denn du? Moro? Ah. Moment, ich hab mir gerade einen Goliath auseinandergenommen. Mein Flaksturmgewehr. Oh Gott.
viel kommt denn da noch? Scheiß Kopter. Ach du Scheiße. Keine Panik. Ich wechsle mal wieder auf eine andere Knüfte. Brauche ich mal was Stärkeres. Nein, werde ich nicht. Du wirst sterben. Komm auf die Beine. Du bist wieder da. Sorry, der stand mir gerade im Weg. Macht nichts, danke. Spreng den Boombringer in 1000 Stücke. Mortar wird toben, wenn sein Kopter in die Luft fliegt und wird mit dem Lift runterkommen, um zu kämpfen. So, boom. Und wenn du Boombringer sprengst, zieh nicht in die Explosion. Boombringer! Nein! Jetzt reicht's, Slap! Ich komm runter und zeig dir, wie es schmeckt, seine eigene Kugel zu fressen! Klingt, als könntest du jetzt den Lift nehmen. Du kannst Motor beim Rauffahren gerne killen. Das mach ich auch. Sehr gut. Müssen wir bloß den beiden Weg wieder zurücklaufen. Das ja. Ist der Nachteil. Obwohl. Ja, doch. Gott, was hier die Kiste in die Knie geht. Das ist ja echt immer feierlich hier. Hm? Auch hier, das Rödel hier so komisch. Ein bisschen. Kann die volle Leistung nicht halten. Nein! Was denn? Auch ich wollte einen Hüpfer machen, das ging schief. Achso. Bei mir nicht. Ich bin gerade noch so auf dem Ufer angekommen. Die Hyperion Corporation. Sie sterben erst, wenn wir es sagen. So, was gibt's denn hier unten drin? Oh. Ein Conveyor Belt. Ein Conveyor in der Welt. Fließband. Mhm. So, bevor wir den Aufzug aber holen. Moore. Komm. Nicht auf mich. Danke. Ha? Passt. So, begib dich zum Aridexus, erreiche die Spitze des Inferno-Towers. Richtig. So, der Punkt ist, hier ist unterwegs noch ein Kammersymbol. Ich weiß nur gerade nicht mehr genau, auf welcher Ebene. Egal. War ich ganz oben? Nee, das ist in dem Schacht. Achso. Lass noch mal Kopter ausschalten. So, wo ist denn der andere? Ist ja keiner mehr da. Ja, Moira, räumst du gut auf, ne? Ich stehe doch neben dir, was hast du denn? Ja, aber du musst doch nicht mehr so viele Eier werfen. Ich hätte das doch auch mal gepackt. Ich habe da nur eins reingeschmissen. Ja, da sind aber 10 rausgekommen. Ja, das passiert nun mal bei dem Ding. Ei.
Idioten. Ja, das sind Idioten. Die sind genau da so umfallen. So, einer weg. Noch drei. Noch zwei. Gott, was der jammert. Dann immer feierlich. So. So, jetzt wirst du auch geretzt, Ola. Wunderbar. Danke sehr. Gern geschehen. So, also hier Sprengladungen anbringen. Bevor du das tust, komm noch mal bitte her. Jetzt habe ich schon gemacht. Zwei Stück. Ja, komm mal her. Guck mal. Och nee. Odysseus. Nicht ganz. Nicht jede lebt gerne auf Pandora. Muss man diesen Planeten runter? Brauche Versorgungstransmitter, einen Lunar-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen, sie nennt sich meine Freunde, sind sie nicht? Bitte hol ihn. Ja, und wo? Und wo ist sein Haustier? Da muss ich jetzt wieder runterfahren, oder was? More? Bin ich gerade überfragt, muss ich sagen. So. Aber es scheint unten zu sein, ja? Okay, dann fahren wir da nochmal runter. Aber die nächste lassen wir einfach mal aus. Das ist aber eine Wahnsinn. Wie, jetzt seit wann machst du halbe Sachen? Heute. Ausnahmsweise heute. Die lassen wir einfach mal weg. Nee. Resso. Nicht mehr gern, ist so. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie man hier runterkommt. Ja, da hast du. Das ist nun wirklich kein Problem. Oh, das Haustier will ich ihm wenigstens mitgeben. Ja. Okay, dann haben wir schon wieder einen Nomaden, wo zickig macht. Dann auf Zicke macht. Ei. So, weg ist er. Und der ist auch weg. So, der ist auch weg. Okay, jetzt müssen wir wieder eins höher fahren. Ne, für das andere Ding. Wo ist sein Mubis oder was auch immer das ist? Ist da vorne irgendwo. Ich renn mal dahin. Ist noch weiter runter. Da geht's doch nicht noch weiter runter. Nee, der ist hier oben. Aber laut dem Pfeil hier muss es hier noch weiter runter gehen. Ja, hier oben drauf. Nee, ich rede von dem anderen Symbol. Schwupps, da ist das Haustier. Und da ist ein Transmitter. Ja, immer mit der Ruhe. Das machen wir gleich. Was jetzt? Ich komme hier wieder hoch. So, gut. Ist gemacht. Jetzt muss ich hier auch noch raufklettern. Ei. Was hat denn der für ein Haustier? Einen kleinen Goldfisch. In so einer Plastiktüte. Ah, krass. Da
Das ist ja quasi schon reisefertig, das Kerlchen. Ja. Ey. Hoffentlich mit genug Futter. Wollen wir es offen, ja. Zumindest noch ein paar bisschen Fischbait reingetan hat. Geht mal ab. Jo, wo war der da hinten, ne? Hier drüben, hier hinter dem Ding, über die Leitung hier rüber. Ja, ist schon spät. Ich kann mir nicht mal alles merken um die Uhrzeit. Mhm. Genau dort. Mach schon. Hast du darauf geachtet, was passiert ist? Ja, das Ding ist jetzt, habe ich jetzt hingestellt. Ja. Es ist aufgeploppt. So, du hast einen Luna-Versorgungstransmitter für Ulysses. Wie er damit von Pandora entkommen will, ist sein Geheimnis. Ich aktiviere den Transmitter. Jetzt kann ich weg. Endlich weg von diesem Planeten. Der wird bestimmt eher erschossen, oder? Jetzt achte mal drauf, was passiert. Da oben ist doch direkt das Hyperion-Mutterschiff. Ne? Ja, hübsch. Der arme Goldfisch und er sind jetzt Matsch. Sie müssen sich aber nicht mehr mit diesem Planeten rumärgern. Ja. Ne? Dennoch hätte ich ihm gewünscht, dass er von dem Planeten so einfach wegkommt. Mhm. Um zermatscht zu werden. Das ist schade. Schade um das Leben. Er wollte Frieden. Das stimmt. Der fand den Tod. So, jetzt? Das war die vierte Kiste. Okay. Aber passiert nichts. Ja, ich kann die vierte Kiste nicht... Hab ich gerade schon. Ach so. Am Ostende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Ja. Wir haben noch zwei Sachen hier zu machen. Was denn? Das Echo? Einmal das hier. Ja. Echo finden und Kai selber? Jo, also los.